Welcome to the Sentinel Bay. This is a short message to all the international viewers that found this video via the Bots at Home online convention. First of all, I want to thank you for stopping by, and I want to thank Rudy for making Bots at Home happening in the first place. Sentinel Bay Reviews is a YouTube channel mainly focused on reviewing Transformers and doing mask restoration videos. Since I'm located in Germany, all my videos are directed towards a German audience. Therefore, all my videos are in German, including this one. But since Bots at Home is an international event and the figures I show you in this video today aren't seen on YouTube very often, I decided to put English subtitles into this video. So I hope you'll enjoy my Bots at Home contribution, and maybe you can consider leaving a subscription to this channel. Thanks a lot for watching and stay safe. Für die Bots at Home habe ich mir überlegt, möchte ich gern irgendwas Besonderes machen. Und generell, ne, wer Bots at Home nicht kennt, ist eine Online-Convention, die Corona-bedingt im letzten Jahr entstanden ist. Alle hatten so ein bisschen gehofft, dass wir sie dieses Jahr nicht brauchen. Aber hier sind wir nun immer noch zu Hause, mehr oder minder. Und generell geht es bei Bots at Home in diesem Jahr halt um Roboter in jeder Form, Art und Weise. Und generell mache ich ja nun mal eine Menge Transformers hier auf diesem Kanal, klar. Aber ich wollte irgendwie was Besonderes, Spezielles haben und nicht einfach nur wieder irgendein Hasbro-Release euch zeigen oder so. Sondern hier haben wir etwas, was fast so alt ist wie die Zeit selbst. Front Mission 3, mein wohl liebstes Spiel auf der altehrwürdigen PlayStation 1. Und ich habe angefangen, mir, ich habe durch Zufall eigentlich erstmal erfahren, dass es zu Front Mission 3 tatsächlich sammelbare Actionfiguren gab. Und zwar von der Firma Kotobukiya in der Art FX-Reihe. Hier oben steht es. Ne? Sehen wir, gucken wir gleich nochmal drauf auf die Packung. Und die sind A, gar nicht so einfach zu kriegen und B, auch gar nicht mehr so günstig. Nichtsdestotrotz wollte ich mir gerne mal ein, zwei davon angucken und habe mir hier die beiden Kollegen zugelegt. Die möchte ich euch heute im Video zeigen. Ich will aber auch ganz kurz über das Spiel an sich sprechen, denn ich habe eine Menge Spaß mit diesem Spiel gehabt. Wie gesagt, das ist ewig alt. Aber es lohnt sich durchaus, da mal zwei, drei Worte drüber zu verlieren. Und vielleicht kann ich ja den einen oder anderen, der noch eine PlayStation 1 oder einen Emulator oder sowas hat und generell Bock auf rundenbasierte Strategie mit Max hat, dazu bewegen, dieses coole Spiel einfach nochmal auszuprobieren. Wir gucken kurz aufs Spiel, auf die Packung und dann schauen wir auf die Bots. Front Mission 3 ist damals erschienen für die PlayStation 1 im Jahre 99 über die Firma Squaresoft. Und ich bin drauf gekommen als großer Battletech-Fan. Ne? Klassisch Battletech, MechWarrior. Ich denke, diese Spiele werden dem einen oder anderen sicherlich noch was sagen. Ich habe Battletech auch wirklich viel gelesen, die Bücher. Ich habe das Tabletop ein bisschen gespielt und habe jede Menge Zeit in MechWarrior und MechCommander und so investiert. Und ich wollte sowas auch ganz gerne irgendwie auf der PlayStation haben, so rein vom Thema her. Ich hatte MechWarrior 2. Auf der PS1, das war so vom Spielerischen ganz nett. Aber hier haben wir halt ein Strategiespiel. Und das hat mich generell, hatte mich das gereizt. Und ich bin nicht enttäuscht worden. Es ist wohl ist ja Teil 3, sagt ja der Name schon. Ich habe keinen anderen Teil gespielt. Ich glaube, es ging auch auf den späteren Konsolen, glaube ich, bis Front Mission 5. Oder vielleicht sogar noch weiter, ich weiß nicht. Ich habe nach Front Mission 3 die Reihe ein bisschen aus den Augen verloren, lag aber auch daran, dass ich dann nach der PlayStation 1 erstmal eine konsolenfreie Phase hatte und dann auf die Xbox umgestiegen bin. Da gab es das, glaube ich, nicht. Also, und dazu kommt dann noch, ich habe wirklich extrem viel Zeit mit Front Mission 3 verbracht. Also grundsätzlich, worum geht es in dem Spiel? Es ist, wie schon gesagt, ein rundenbasiertes Strategiespiel mit Max und eingebunden in eine sehr coole Storyline, wie ich finde. Das Ganze hat so ein bisschen, ist nicht so richtig Postapokalypse, aber spielt definitiv in der Zukunft. Es gibt nicht mehr ganz so viele Staaten, also im Prinzip nur noch zwei, drei große Staatengemeinschaften im Prinzip auf diesem Planeten, die sich interkontinental zusammengeschlossen haben und die da versuchen oder die so ihre Grabenkämpfe da führen, teilweise Krieg gegeneinander führen, entsprechend halt basierend auf dieser Technologie. Das sind keine Mechs in dem Spiel, sondern die heißen Wancer, also quasi wie Panzer, nur mit W. Ich glaube irgendwie Walking Panzer oder so, weil ne, laufender Panzer ist ja irgendwie logisch. Das ist ein Begriff, mit dem ich am Anfang irgendwie Schwierigkeiten hatte, aber man gewöhnt sich schnell dran. Und man startet im Prinzip als Testpilot für so einen, für so eine Wancer-Fabrik und gerät dann relativ schnell. Dann gibt es dann eine, wird, explodiert dann im Stadtkern irgendeine Massenvernichtungswaffe, die Midas-Bombe. Und man gerät dann relativ schnell, weil der eigene Vater ist ein hohes Militärtier. Und dann gerät man da halt in so ein Komplottding rein. Das ist ziemlich cool gemacht. Eine Menge Charaktere, eine Menge Storyline, also auch viel Text, alles textbasiert. Also kein Voice-Over oder ähnliches. Und wirklich sehr komplex auch das Ganze mit Zwischensequenzen, die eigentlich zu 99% auch wirklich in Spielgrafik sind.
Und relativ komplexe Charakterentwicklung, Hintergrundgeschichten. Es gibt einen Moment, wo man sich relativ früh im Spiel, wo man sich entscheiden kann, gehe ich mit Person A oder gehe ich mit Person B. Und das entscheidet dann den gesamten Verlauf der restlichen Story. Und die eine Storyline ist, glaube ich, über 70 Stunden lang. Und ich habe beide auf jeden Fall mindestens einmal durchgespielt. Also das ist schon eine ganze Menge. Und dann kriegt ihr im Prinzip hier, ne, habt ihr hier eure Wanzer, die sind ja nach und nach abgebildet, die könnt ihr dann im Spiel entsprechend aus Teilen zusammenbauen, mit Waffen ausrüsten, Upgrades dann reinpacken und so weiter. Und das Spielprinzip selber ist rundenbasiert, das heißt, ihr habt im Prinzip eine Karte, da sind eure Mechs drauf und dann habt ihr halt Bewegungspunkte. So. Also im Prinzip ist es wie Battletech Tabletop halt nur auf der PlayStation 1, auf der Konsole. Also ich hatte eine Menge Spaß damit. Es ist ein recht unaufgeregtes Spiel. Es macht eine Menge Spaß. Es ist auch teilweise echt schwer. Aber ich fand es sehr, sehr cool. Und die Story ist wirklich hervorragend. Also wenn ihr Front Mission 3 bisher nicht gespielt habt, tut euch das mal an. Ist auf jeden Fall lohnenswert. Genug vom Spiel. Kommen wir zur Figurenreihe. Die Front Mission 3 Serie von Kotobukiya ArtFX. Wie die Spiele auch sehr, sehr alt, 1999 erschienen, gemeinsam mit dem Spiel, also über 20 Jahre alt tatsächlich diese Figuren. Deswegen ist hier auch die Verpackung schon ziemlich vergilbt. So sollten die normalerweise aussehen, aber naja, lange Lagerung, dann passiert da halt sowas. Und von der Machart sind die relativ identisch. Wir haben hier oben fortlaufende Nummern auf dieser riesigen Karte. Hier haben wir die Nummer 24. Das ist aber nicht lückenlos. Also soweit ich es recherchieren konnte, gibt es 14 Figuren und das sind auch nicht 14 unterschiedliche Molds, sondern hier kann man es sehen, hier steht es auch drauf, eine Limited Color Version. Also es gibt von den einzelnen Molds gibt es unterschiedliche Farbvarianten. Hier hinten drauf, ihr seht ihr, das sind die gleichen Bilder, deswegen nehmen wir uns mal eins vorweg. Wir haben hier die 5 plus den 6. Mold hier oben. Ich glaube viel mehr, oder nee, das sind glaube ich, das ist der gleiche Mold. Das sind glaube ich wirklich nur die 5 plus eine Limited Edition, so ein Spinnending. Das ist es, glaube ich, an Molds gewesen. Da gibt es halt nur unterschiedliche Tarnfarben und Bemalungen, was Sinn macht. Denn auch im Spiel konnte man die Dinger unterschiedlich einfärben, so wie man lustig war. Generell riesige Verpackung, eigentlich ganz cool. Ich finde es ein bisschen übertrieben, aber es muss ja auch die Figur rein und eine ganze Menge Zubehör. Und was da so alles dabei ist, das gucken wir uns jetzt an. Und wir fangen mal an. Wir haben ja hier zwei Figuren. Wir haben einmal den, hier steht Doe Lake M2C. Bei Front Mission 3 hieß das Ding Drake M2C. Und hier steht gar kein Name drauf. Wenn man ihn recherchiert, dann ist das, da heißt er Grill 6 sozusagen. Im Spiel hieß er aber Grassex. Was das mit dem Namen auf sich hat, das erkläre ich euch gleich noch. Wir fangen an mit dem Drake M2C und ihr seht, da kommt eine ganze Menge Zubehör mit dabei. Grundsätzlich haben wir hier diese sehr spielakkurate Figur dieses Wanzers. Wie gesagt, in der Verpackung eigentlich Doe Lake M2C, im Spiel ist es dann Drake M2C. Ich weiß nicht, ob das teilweise auch mit den Übersetzungen zu tun hat. Das Spiel ist generell auf Englisch, kommt natürlich aus Japan, woher sonst. Dass man da vielleicht einfach auch gewisse Namen versucht hat, ein bisschen einzudeutschen, wollte ich gerade sagen, einzuenglischen. Macht sicherlich irgendwie Sinn, aber das führt teilweise ein bisschen zu Verwirrung, dass man nicht genau weiß, was ist denn jetzt hier eigentlich welche Figur. Aber generell alle Figuren, die es in dieser Kotobukiya-Reihe gibt, gibt es auch im Spiel. Vielleicht nicht immer unter dem gleichen Namen. Gucken wir ganz kurz mal aufs Zubehör, bevor wir auf die Figur selber gucken. Was wirklich das Spiel auch gut abbildet, wir haben genau diese ganzen Teile. Du konntest halt diese Figur an unterschiedlichsten Ecken ausrüsten. Du konntest erstmal natürlich die einzelnen Arme, den Torso, und die Beine konntest du austauschen, auch teilweise auch wirklich zwischen den Modellen. Also du konntest zum Beispiel hier den Arm von einem anderen Modell dran basteln oder so. Das geht sogar hier vielleicht auch, weil das alles Kugelgelenke sind, aber es sind alte Figuren aus Vinyl, da möchte ich ungern dran rumreißen. Und dann konntest du halt zusätzlich dann ausrüsten, entweder mit Schilden oder mit Fernkampfwaffen. Und auf dem Rücken gab es dann entsprechend hier diese Rucksäcke. Und diese Rucksäcke konnten sein entweder Energiepacks oder halt ja wirklich Rucksäcke, wo du halt Munition und so weiter drin lagern konntest. Und hier sieht man schon mal sehr gut, was die Linie meines Erachtens auszeichnet. Sie ist klasse bemalt. Wir haben erstmal generell tolle Details und das ist das Ganze hier geweathert. Hier unten diese Warnstreifen, ne, das sieht super aus. Also das sieht halt wirklich realistisch aus, als wäre das Ding direkt aus dem Bildschirm gelaufen von so einem Kriegspost- oder Zukunftskriegsszenario irgendwie. Und hinten haben wir diese beiden Pins und der hat entsprechend hier die Öffnungen und da kann man das Ding reinpacken. Generell bin ich mit diesen Pins, auch das ist alles hier dieses Gummiartige, weil das alles so alt ist, bin ich ein bisschen vorsichtig, aber es hält dafür auch wirklich bombenfest. Das ist cool. Und vor allem alles, was ihr hier seht, sämtliche Waffen. Ne? Ihr seht, wir haben hier zwei Ports auf den Schultern, wir haben dann entsprechend Ports in den
Armen auf beiden Seiten, wir haben hier Austauschhände und so weiter. Das ist alles kompatibel zwischen den einzelnen Figuren. Also ich will mal kurz die andere Figur hier ins Bild holen. Ihr seht, auch der hat hier schon einen Schulterport. Also da könnte ich zum Beispiel hier diese Waffe auch ganz genauso draufstecken. Das bringt den Spirit des Games gut rüber. Und das mag ich generell. Dann haben wir hier die Wanzer-Faust. Keine Panzerfaust, sondern eine Wanzer-Faust. Auch die schön geweathert von vorne bis hinten. Mit dem Magazin hier oben drin. Ansonsten relativ einfarbig, auch etwas schmucklos von den Details. Passend dazu gibt es die Hände. Und die Dinger werden quasi so getragen. Das muss man auch wissen, als wenn man das also man kann es erkennen an den an der Form. Falsche Hand. An der Form der Hand. Na, dann muss man das Ding hier entsprechend drauf fummeln, oh, warte mal, falsch rum, so rum, zack. Und dann könnt ihr das hier so, unter die Dings klemmen, unter den Arm klemmen. Ne? So trägt er das Ding. Funktioniert gut mit dem Pin, man muss halt erstmal raus. Also wenn man nicht weiß, wie diese Dinger eigentlich auszusehen haben, ist es etwas komisch, denn so rum findet ihr, glaube ich, keine Hand, die passt. Und vor allem, also der Winkel passt halt nie. Das verwirrt einen total am Anfang. Und ich merke, mich verwirrt selbst jetzt, obwohl ich weiß, wie es geht. Und dann habt ihr hier die Wanzer-Faust. Die Hände könnt ihr rausziehen. Ja, die sind ja auch einfach nur mit so leichten Verdickungen einfach nur eingesteckt. Das funktioniert alles ziemlich gut. Generell möchte ich aber halt eigentlich an den Figuren nicht zu viel rumhantieren, weil es einfach altes Material ist. Aber ne, dann habt ihr hier diesen Look mit der Wanzer-Faust, das ist ziemlich cool. Wir haben das Schild, das hat die zwei Punkte, das hat diese tolle Tarnbemalung, die ganze Figur hat. Also mit dem dunklen und dem hellen Grün so ein bisschen verschliert. Und dann haben wir hier die ganzen Schräubchen und so. Das sind schöne Details. Und da könnt ihr euch überlegen, wollt ihr es quasi an diesen Arm haben oder wollt ihr es hier mit dazu haben an den anderen Arm. Mit dem einen schießt er, mit dem zweiten wehrt er ab. Das ist ganz cool. Und als dritte Option haben wir hier den Quill, so hieß er im Spiel, diesen Raketenwerfer, den ihr entsprechend auf die Schulter packen könnt. Auch der nochmal in einer anderen Farbe, aber auch mit diesem Weathering. Also hat alles diese Schattierung. Das ist ganz nett. Und auch den könnt ihr auf beide Seiten montieren. Hier sieht man aber schon mal, ne, diese Stressmarks hier unten. Ich weiß, ich bin mir nicht sicher, ob es eine Stressmarke ist oder ob die Farbe irgendwie ab ist, aber ich bin da sehr, sehr vorsichtig. Deswegen packen wir das Ding jetzt hier noch einmal auf die Schulter und dann bleibt der aber auch so. Und dann habt ihr hier euren voll ausgestatteten Drake M2C. Wie gesagt, Faust, ne? Die Hände gibt es beide in beiden Varianten sozusagen. Das ist ganz cool. Die Dinger sind, wie gesagt, schon aus Vinyl. Das heißt, so ein bisschen gummiartig, aber sehr, sehr, also recht schwer, auch wirklich stabil. Zumindest der hier, der andere hat in den Füßen ein paar Probleme, da kommen wir gleich noch zu. Und sie sind ziemlich beweglich, weil eigentlich fast alles auf Kugelgelenken funktioniert. Der Kopf lässt sich hier oben, entsprechend hoch, runter geht nicht, der lässt sich nur rotieren. Was aber okay ist, auch der Kopf hat hier so schöne Farbakzente unten drunter. Die sind jetzt nicht übermäßig voll mit Details, ne? Aber es ist alles, glaube ich, ich finde es relativ glaubwürdig, so wie das Ganze aussieht, dass das wirklich ein gebauter Roboter ist. Da sitzt einer drin, das sind ja gesteuerte Mechs irgendwie, keine autonomen Roboter. Das sieht schon ganz cool aus. Eine grau- und grün Abwechslung, hier haben wir die weißen Streifen oben drüber. Also ne, selbst unter den Füßen haben wir wirklich liebevolle Details. Ist eine sehr, sehr schöne Figur. Hier sieht man es auch nochmal. 1999, Square war mit beteiligt und Kotobukiya, also hat es lizenziert und Kotobukiya hat es entsprechend dann hergestellt. Was haben wir noch an Bewegungspunkten? Wir haben die Schultern auf Kugelgelenken, das heißt, ihr kriegt so einen leichten Butterfly, ihr kriegt die halt jetzt nicht groß nach außen auf der Schulter, ihr habt dann hier ein Zusatzgelenk für den Arm, das ist dann hier, aufgrund der Form muss man es gerade drehen, dann kriegt man den selbst mit der Wanzer-Faust noch voll raus. Wir haben den Ellenbogen, der lässt sich neigen, 90 Grad. Die Hand lässt sich halt hier drehen im Rahmen dieses Steckgelenks, was ihr eben schon gesehen habt. Die andere Schulter funktioniert genauso. Der Torso lässt sich rotieren. Beuge oder so gibt es jetzt keine. Wir haben die Hüfte auf Kugelgelenken, das erlaubt auch hier eine Rotation. Die gehen natürlich jetzt nicht sonderlich weit nach außen, aber der muss ja auch wirklich keinen Spagat machen. Was bei ihm noch cool ist, wir haben zusätzlich diese kleinen Rüstungsplatten hinten, die sich noch rotieren lassen auf Kugeln, dass man halt auch Platz hat, um das Knie zu bewegen. Das Knie ist relativ fest, einfaches Gelenk, so grobe 90 Grad. Geht relativ schwer, aber ist dafür halt auch stabil. Und dann haben wir den Fuß, ne, lässt sich nach außen stellen, nach innen stellen, geht nach oben, geht nach unten. Also du kannst tatsächlich ein paar ganz coole Posen aus den Dingern rausholen.
wenn man so jetzt einfach improvisiert, dass sie so nach vorne marschieren. Aber sie sind natürlich auch jetzt keine, die großartig Sprünge machen. Sie konnten zwar springen im Spiel, aber ich finde so diese marschierenden Posen, dadurch wirken die deutlich beeindruckender. Also das hier ist auf jeden Fall ein sehr, sehr cooles Ding. Das war auch die erste, die ich bekommen habe, wo ich gesagt habe, jo, das passt von der Qualität, das spiegelt das Spiel für mich schön wieder, auch den Gedanken des Spiels mit den austauschbaren Teilen. Und damit kann man definitiv was anfangen. Und ja, deswegen habe ich mir dann auch gleich den zweiten geholt. Und das ist das gute Stück. Namenstechnisch noch verwirrender, denn auf der Packung steht erstmal gar kein Name. Wenn man ein bisschen recherchiert, wurde er vermarktet unter dem Namen Grillzax. Im Spiel, in der Frontmission-Geschichte, ist es generell erstmal von einem deutschen Hersteller das Modell der Igel oder die Grille, je nachdem. Und bei Frontmission 3 hieß er tatsächlich Grillzax. Dieser Name Grille 6 erklärt sich durch Grille Nummer 6. Also gibt es ja auch noch Modellreihen und so. Die haben sich da relativ viel Aufwand gemacht, aber so richtig konsistent ist die ganze Frontmission-Geschichte ehrlicherweise nicht, muss man sagen. Aber erneut ein interessantes Design, was ich halt cool finde. Die haben teilweise wirklich geile Sachen gemacht. Hier zum Beispiel jetzt hier mit dieser Heckfinne, gerade was den Kopf, also so angeht, haben sie wirklich sich tolle Sachen einfallen lassen. Hier unten haben wir zum Unterschied zum Drake haben wir hier diese insektenmäßigen Füße. Das sieht auch ganz cool aus. Und insgesamt halt wirklich ein schönes Farbschema, ne? Mit dem Gelb und dem Rot. Das harmoniert gut. Hier vorne das Blau ist toll. Wir haben nicht so viel Weathering auf der Figur wie auf der anderen, weil ihm halt der Tarnanstrich fehlt. Ist ein bisschen mehr so straightforward. Hier oben sieht man so ein bisschen so ein paar Rußschichten und so. Das ist ganz nett, aber ist insgesamt ein bisschen weniger. Kopf ist schön, ne? Mit dem roten Auge unten drunter. Lässt sich nur leider, kommt noch gleich zu der Beweglichkeit, aber hier habe ich das Gefühl, der Kopf lässt sich nicht wirklich drehen, sondern ich drehe den Stamm von dem Gelenk unten mit. Der kommt immer wieder zurück. Das ist ein bisschen seltsam. Deswegen mache ich an dem Kopf auch gar nicht weiter rum, nicht, dass ich am Ende noch abreiße oder so. Das wäre sehr, sehr schade. Bevor wir jetzt aber auf die Beweglichkeit eingehen, gucken wir mal aufs Zubehör. Denn generell ähnlicher Ansatz wie beim Drake auch. Wir haben erstmal hier in dem Fall vorinstalliert gehabt, diese beiden offenen Hände, die auch wieder diesen Pin haben. Da könnt ihr zum einen hier diese Rifle reinpacken. Die ist ein bisschen sehr stumpf. Ich finde, die hätte ruhig ein bisschen helleres Grau oder ein bisschen dunkler geweathert sein können. Das Magazin hat zwar eine andere Farbe, aber die ist mir ein bisschen zu eintönig, ehrlich gesagt. Da hätte man auch was immer einen gelben Streifen drauf machen können oder so. Das ist etwas schade. Ansonsten haben wir hier, ich glaube, das ist eins dieser Energiepacks. Oder das andere ist das Energiepack und das ist der Rucksack, weiß ich nicht. Aber Montagemethode generell die gleiche. Hier hinten sind die Pins und dann steckt er das ganze Ding da dran. Und dann haben wir, nehmen wir mal das Gewehr jetzt zum Beispiel, packen wir ihm jetzt mal hier in die Hand. Da muss man dann mal gucken, wie man das gerne hat, ob man es hier so unter die Schulter haben will. Das macht wahrscheinlich am meisten Sinn. Und dann muss man nur noch gucken, dass man hier den Pin auch trifft. Einfacher ist es wahrscheinlich, die Waffe erst in die Hand zu stecken und dann die Hand zu montieren. Aber wir machen es jetzt mal auf diesem Wege, theoretisch zumindest. Ich will gerade jetzt irgendwie nicht treffen. Das ist ein bisschen knifflig hier von der Technik. Machen wir es doch wie angedacht. Wir holen doch mal die Hand raus. Jetzt fällt mir hier alles runter und stecken das Ganze hier zusammen. Der Pin ist auch enger als bei der Wanzer Faust. Und dann können wir das Ganze hier wieder reinkniften. Und dann hat er hier schon mal seine Rifle. Wir haben, wenn man jetzt gar nichts in der Hand haben will, haben wir auch hier diese Fäuste. Das geht auch. Die sind so ein bisschen mit Weathering versehen in hell. Das sieht ein bisschen komisch aus, aber kann man machen. Und dann hat er etwas, was auch ein großer Bestandteil des Spiels ist, was beim Drake jetzt gar nicht dabei war. Er hat aber gleich zwei davon. Wir haben nämlich Melee-Waffen. Und das sind somit die effizientesten Waffen, die es gibt tatsächlich im Spiel. Du musst es halt immer ganz nah ran an den Gegner, um ihn dann treffen zu können. Und dann haben wir einmal hier diesen Spike. Und wir haben das Schwert. Montagetechnik, auch hier letztlich die gleiche. Ne? Das Schwert drückst du halt entweder hier rein. Das sieht sehr, sehr cool aus hier mit dieser vorne abgenutzten Klinge, hinten noch schwarz. Der braune Griff, cool gemacht, wie ich finde. Und bei dem Spike ist es so, den legt man ihm so hier in die Hand. Was ein bisschen schade ist, im Spiel war das so, dass der Spike im Prinzip immer nach hinten geschwungen war. Und wenn man ihn eingesetzt hat, ist er so nach vorne geklappt. Das wäre geil gewesen, wenn sie das noch eingebaut hätten. Aber so geht es natürlich auch. Und dann haben wir hier entsprechend auch nochmal einen Wanzer mit Melee-Bewaffnung. Das heißt, wir haben eigentlich sämtliche Bereiche des Spiels abgedeckt. Sehr, sehr cool. Kurze Beweglichkeit. Kopf hatte ich schon gesagt, ist hier leider etwas limitiert. Auch die Schultern sind etwas limitierter, weil wir hier keinen Ausschnitt an der Seite haben. Deswegen kriegt er nicht ganz 90 Grad raus. Rotation geht. Diesen leichten Butterfly haben wir auch hier. Wir haben das Ellenbogengelenk einfach, ne? Für die 90 Grad. Und wir haben die Rotation des Handgelenks. Das kennen wir alles. Torso rotiert gleich. Und auch die Hüfte ist ähnlich gemacht. Kugelgelenke. Ne, geht bis hier raus und dann haben wir ein einfaches Kniegelenk, bisschen weiter hinten angehängt bis hier.
Das ist alles identisch. Und dann haben wir auch hier die Füße auf Kugelgelenken. Geht gut hoch, ein bisschen hoch, geht gut runter, lässt sich nach außen und nach innen ausstellen. Das ist okay. Und ihr könnt den Fuß auch noch in sich rotieren. Das Problem ist, dass diese Kugeln hier an den Füßen bei dieser Variante etwas zu locker sind. Der hat manchmal so eine Tendenz, so ein bisschen sich nach vorne zu lehnen oder so. Aber auch ihn kriegt man gut balanciert und in ein paar ganz nette Marschierposen. Das mit dem Gewehr ist nicht ganz optimal. Aber ich finde ihn optisch, vom Farbschema finde ich ihn spannender. Aber technisch gesehen funktioniert der Drake doch eine ganze Ecke besser, muss man ehrlicherweise sagen. Und das mit dem Kopf hier irritiert mich halt extrem. Aber das sind die zwei. Wir haben Grisex und wir haben Drake. Und ich finde, das ist ein vielversprechender Einstieg. Hier nochmal so zum Vergleich einfach mit einem Transformer. Immer mal, wenn er gerade hier steht, den Voyager Class Optimus Primal. Also sie sind so ein bisschen kleiner als eine kleine Voyager Class, also so Deluxe Größe, kann man sagen. Aber sie sind ja deutlich schwerer, weil es wirklich voll Vinyl ist. Das ist ziemlich cool. Die müssen aber auch nichts verwandeln oder so. Das ist definitiv ein Vorteil. Ich will mal gucken, ob ich über die Zeit es schaffe, zumindest mal jeden Mold zu bekommen. Vielleicht nicht unbedingt jede einzelne Figur in jedem Farbschema, weil die sind nicht ganz billig. Ich glaube, Retailpreis damals lag bei $20 oder vielleicht auch 30, da bin ich mir nicht mehr ganz sicher, aber irgendwas in der Größenordnung. Und online bezahlt man jetzt, wenn man die mit Verpackung haben will und so weiter, bezahlt man die, ich würde mal so sagen, 50, 60 Euro Minimum aufwärts. Also die liegen auch teilweise weit jenseits der 100 Euro. Man bekommt sie in Singapur wohl ganz gut, aber da kommen wir wiederum nicht dran. Ich habe auf Karussell Singapur habe ich die gefunden für 20, 30 Dollar, aber da kommst du als deutscher User halt nicht rein. Das ist ein bisschen schade. Aber generell ist es eine coole Reihe. Ist für mich als Repräsentanz in meiner Sammlung für mein Lieblingsvideospiel aus meiner Jugend absolut ausreichend. Und ja, ich bin mal gespannt, ob ich noch den einen oder anderen aus dieser Reihe hier meiner Sammlung hinzufügen kann. Ich hoffe ja, mindestens den Zenislav, also den Hauptbot, den Hauptmech der Hauptfigur, möchte ich in jedem Fall noch haben. Soweit mein Video zu den Kotobukiya ArtFX Front Mission 3 Figuren. Wenn es euch gefallen hat, unterstützt mich gern auf Patreon und abonniert diesen Kanal für wöchentlich neue Videos rund um Transformers, Mask und andere Sammelfiguren. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. Ciao.